Da steht was. Da steht was. Abonniert ButchBob 42. Hallo und herzlich willkommen zurück zu ButchBob 42, spielen Aquanox Deep Descent. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Aquanox Deep Descent und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr keine Unterwasser-Episode hier mehr verpasst auf diesem Kanal. Und wir müssen Byblos erreichen und mit Dr. Anna Zhang reden. Ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich machen können. Hast du da Bock drauf? Naja. Ja. Okay. Sowas von. Los geht's! Los geht's! Ach krass, wir sind jetzt hier am Tor. Nee, ich bin am Tor gespawnt. Du bist am Tor gespawnt? Also an dem normalen Tor, sag ich mal. Bist du am Brandenburger Tor? Nee, da ist Donna Welsh hier unten. Oh. Warte, ich komm zu dir. Weil ich muss dir noch was Loot zeigen. Ja, ja, gleich. Ich muss noch Loot looten. Loot, Loot! Loot. Komm ran, komm ran. So, hab ich. So, hier ist noch mehr. Abhörbar. Das scheint ja story-relevanter Loot oder so zu sein. Was du da hast? Nee, was du eben da geborgen hast. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mit abhörbare Bänder oder irgendwie so hat er eben gesagt. Das klingt erstmal gut, aber ich hab das nicht wirklich mitbekommen. Dann wird's nicht so wichtig gewesen sein. Na. Zum Scannen war ich nah genug ran, aber nicht zum Aufheben. Bin ich ja gerade am Turm. Was ist das hier? Ist das hier der Fernseher? Nee, das ist hier die Goldelse. Ja, Mann. Da wollte ich nämlich mit dir hin. Weil da kannst du dir, mal was angucken. Nee, kann ich nichts angucken, weil die kaputt ist. Nee, nee, doch. Da kannst du was angucken. Oben drauf? Nee, nee. Unten. Unten drunter? Am Sockel. Am Sockel. Am Sockel. Stimmt, warte, hier ist ein bisschen was beleuchtet. Ist das cool. Da steht was, da steht was. Abonniert ButchBob 42. Mensch. Hass. To honor everyone who helped create Aquanox Deep Descent. Oh. Und da kann man noch Kickstarter-Sponsoren angucken. Oh, ist das cool. Ja, Mann. Ey, das ist voll cool. So macht man das. Wirklich. So bedankt man sich bei Leuten vernünftig. Ja. Stehst du da auch dabei? Nee. Nee, du hast ja bloß das... Ich hab kein Geld aktiv dafür ausgegeben. Ich habe nur beim Playtest mitgemacht. Oh, besonderer Dank in memory of Helmut Halfmann, Father of the Aquanox Universe. In memory of Irakli Greuli, loving brother. Ey, es sind noch voll viele Leute, ey. Nee, wirklich, voll cool. Voll cool, so macht man das richtig hier. Da können sich mal ein paar Spiele ein bisschen was abschneiden. Früher gab es viele solche Easter Eggs, weißt du? Früher irgendwie gab es viele Sachen, die man irgendwie so finden konnte. Ich glaube, das wird so ein bisschen vernachlässigt heutzutage in den Spielen. Oder man kriegt es gar nicht mehr mit. Oder noch viel schlimmer, man wird sofort überall darauf hingewiesen, dass es diese Easter Eggs gibt. Weißt du? Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Früher war das... Früher, ne? Da waren das noch Easter Eggs. Früher, da gab es noch richtige Easter Eggs. Aber nicht die nicht die verweichlichten Easter Eggs so von heute. Aber echt? Ja, nee, aber fand ich auch mega cool, so mit der Siegessäule, mit dem Brandenburger Tor auch so und alles. Das liegt die Goldelse vielleicht irgendwo rein, rum? Dass das rein geografisch natürlich nicht ganz exakt ist und so. Gut, da kann ich drüber hinwegsehen. Hä, warum nicht? Naja, weil, egal. Das stimmt alles schon. Nee, wir gehen jetzt, fahren wir jetzt? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Raus aus Brandenburg. Raus aus Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren durch Brandenburg. So, warum? Ah, jetzt. Jetzt. Bestätigen. Initiiere Torschmiede. Gut. Jetzt noch da hinten hin. Byblos. Kryos, oh. Bei dir. Beyond, da kommt jemand. Nahe dem Tor. Eliminiert sie.
Alle Mann, Feuer frei. Schon fast tot. Ach, das ist doch Thomas. Wo ist Thomas? Da hinten. Also er quatscht schon mit uns. Achso. Ich sehe nicht mehr als eine Hülle. Ich war gerade nur am Ballern. Bei diesem bionten Abschaum keine Gnade walten. Ich sah das Gesicht Gottes. Erlöst. Hä, wo sind ihre? Wo seid ihr jetzt alle? Es hey, hier drüben, Alter. Da. Boom, Junge, boom. Boom. Thomas sagte, er alle tot? Das Gesicht Gottes. Was meinte er? Sehr gut. Die Bionten sind von den Sentikern besessen. Vielleicht haben sie in ihrem Loch da unten etwas entdeckt. Das kann ja gut sein. Das würde erklären, wieso sie auftauchten, als sie kamen. Fahr zurück nach Byblos. Dann planen wir den nächsten Schritt. Ja, sind wir schon. Ich bin schon gespannt auf eure Entdeckungen. No, Breaker, erweiterter Schad. Erweiterter Schad, das ist so das, was ich möchte. So. Wo ist jetzt? Da drüben. Da müssen wir hin, okay. Ach da. Jetzt bin ich auch wieder auf Kurs. Sehr gut. Hier sind aber noch mehr Feinde, wie ich gerade sehe. Oh, shit. Achso, weiter unter mir. Gar kein Problem für die Shard. Ich sehe nichts. Ich muss mich einfach wieder an das Spiel hier gewöhnen. Ja. Hey, da fällt mir ein. Also, ihr Zuschauer, ich sehe, habt das ja jetzt nicht mitbekommen. Aber das haben wir ja schon ein, zwei Mal erwähnt. Immer wenn ich hier reinjoine, wenn wir eine neue Aufnahme machen, ja, habe ich ja quasi alle meine Upgrades verloren und kein Loot und was weiß ich nicht. Das ist eigentlich total schlau, wenn ich einfach gar nichts mehr loote. Weil alles, was ich loote, geht ja grundsätzlich verloren. Irgendwo, ja, ja klar. Ich kriege ja nur Geld. So, um mich dann wieder auszurüsten. Ja. Warum bin ich dir eigentlich gefolgt? Warum folge ich dir, ey? Weiß ich nicht. Wo müssen wir denn hier lang? So, der Person, die quasi null Orientierung hat. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Orientierung. Huch. Müssen wir hier lang? Da bist du. Vor allem, ja. Es gibt doch extra den Y-Button. Könnte man ja mal drücken. Wir nutzen den einfach viel zu selten. Da geht's. Ja, der geht durch die Steine hier fast. Ja, kürzester Weg. Ja, nee, ist ja richtig. Außerdem bin ich schneller als du. Das mag sein. Aber das nützt dir trotzdem nichts, wenn du nicht weißt, wo du hin musst. Das stimmt. Achso, sind ja, hier müssen wir hin. Hier sind gar da sind keine Kisten. Da sind keine Kisten. Da sind nicht die Kisten, die du suchst. So, anlegen. Oh, wow. Was haben wir hier bekommen? Oh, okay. Demersal, ich habe was für die Hammer. Für Hammerhead. Für die Hammerhead. Ja, das ist doppel Lanera für Morrigan. Brameth für Schiff Morrigan. Welches Schiff habe ich denn? Ich habe die Manticore. Okay, dann interessiert mich das alles nicht. Außer ich habe vielleicht ein paar Waffen. Ey, das aus. Was ist das denn? Ah, die erweiterte Shard. Ja, die habe ich doch schon. Jetzt hast du sie nochmal? Ja, irgendwie schon. Hab ich doch alles schon hier. Was ist das? Ach, das EMP. EMP ist schon geil. Könnte man machen? Wieso mache ich einfach? So. Und wie kann ich das jetzt ausrüsten? Hast du einfach alles wieder vergessen? Ich habe wirklich alles vergessen. Wie rüste ich das nochmal aus? Also, ich klicke auf den Gegenstand und dann auf Upgrade. Nee. Oder meinst du gerade eine Waffe? Nee, ich will den EMP ausrüsten. Achso, ich muss den erstmal. Ach, immer dieses Kaufen dauert ja immer so ewig. Achso. Nee, alles gut. Ich war wieder dumm. Jetzt aber nicht mehr. Ach, ist das eine Fähigkeit? Ja. Ja, achso, eine Fähigkeit. Ja, so, wir gehen zu Dr. Anna Zhang und quatschen mal mit der. Mach das mal, ich mach derweil. Die gefundenen Daten, die Audiobänder waren nur die Spitze des Eisbergs. Jahrzehntelang sind wir blind davon ausgegangen, dass die Sentiker, das Nanoplankton und alle Gefahren von Aqua erst nach dem letzten Tag entstanden sind. Diese Bänder, sie zeigen, dass die Geschichte eine Lüge ist. Und dieser Locker, er ist der Schlüssel zur Wahrheit.
Eine Idee, was der Locker ist, Anna? Oder wie wir ihn finden? Er klingt wie eine Projekt-Namu-Anlage. Unseren neu gewonnenen Daten zufolge scheint er das erstmalige Auftreten von Nanoplankton in den Ozeanen entdeckt zu haben. Tiefer, als wir je waren. Ich dachte, Nanoplankton sei von Menschen erschaffen. Ein schiefgelaufenes Experiment. Tja, dem hier zufolge ist es das nicht. Wir haben versucht, infizierte Kreaturen zu studieren. Doch fast jede Erkundungsmission ist gescheitert. Nur Nemo und die Bionten haben die nötigen Ressourcen, um sich direkt mit diesen Kreaturen anzulegen. Hey, sind wir nicht die Projekt Namo-Elite? Zeigen Sie uns den Weg zu einem dieser Missionsziele. Wenn wir dadurch mehr darüber erfahren, womit wir es zu tun haben, lege ich mich gern mit der Nanofauna an. Es gibt eine Stätte, die zu erkunden sich lohnt. Wir wollten eins der Geräte von Projekt Namo reaktivieren bzw. replizieren, das Form und Funktion der Nanoplanktonschwärme selbst nachempfunden ist. Wozu dient dieses Gerät? Zur Neuanordnung anorganischer Materie auf Grundlage der... Einmal für Laien, Doktor. Es ist eine Waffe, die beschädigte Schiffe heilt. Also so etwas wäre wirklich praktisch. Gefahr hin oder her. Wir sind dabei. Ihr bekommt die Koordinaten sofort. Seht mal, ob ihr die Protokolle des vorherigen Forschungsteams findet, während ihr dort seid. Wir versuchen inzwischen, den Standort dieses Lockers genauer einzugrenzen. Okay. Da. Ja, nice. Ja, cool. Dann wollen wir gar nicht lange Zeit verlieren, sondern machen das einfach. So, wo müssen wir denn da hin? Ich schätze mal. Okay, wieder durch. Achso, wie liegen wir in der Zeit? Wir haben Zeit. Okay, dann auf zum Tor und lasst uns diese Forschungsnotizen. Ich will nicht schon wieder irgendwo zwischendurch schneiden müssen. Nee, wir haben doch gerade erst angefangen. Die Zukunft hält lauter solche 21 Minuten. Bereit, was? Ja, läuft die Aufnahme mit unserer ganzen Quatscherei stimmt. Vorher. Oh, stimmt, stimmt. Ja gut, dann... ich habe alles fertig, dann kann ich los. Was die Leute nämlich nicht wissen, wir quatschen nämlich auch vorher noch ein bisschen und warten erstmal, bis Bob alles fertig gemacht hat, etc. Achso, durch das Sentika-Tor müssen wir? Ja, ich bin schon mittendrin. Ja, ich sehe das. Da kommt er, da unten kommt er. Ich sehe dich, Komm schon. Da unten? Komm schon. Ja, ich sehe dich ja, ich meine jetzt unten im Sonar. Ah. Das meint er. Es beunruhigt mich jedes Mal mehr, wenn ich von diesen Sentikern höre. Wie meinst du das? Sie tauchen auf, der letzte Tag bricht an. Wir kommen zurück und diese Sentika-anbetenden Bionten-Freaks machen uns das Leben schwer. Da frage ich mich doch, ob sie eine Gefahr sind. Sie lassen zu viel außer Acht. Die Sentika-Tore zum Beispiel. Hä? Wenn sie der Feind wären, warum würden sie uns diese Schnellreisen ermöglichen? Warum hinterlassen sie uns all diese Technik? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl, das ist alles. Ja, also mir gefällt das auch nicht. Okay, sieht nach der Forschungsstation aus. Macht euch auf Probleme gefasst, Leute. Denkt dran, das letzte Team hat es nicht überlebt. Diese Höhle ist wie ein Friedhof. So viele Schiffswracks. Holen wir uns, was geht, und dann nichts mehr. Alter, sind so viele Fische. Ja, und Aale und alles. Oh, und Rochen und Haie und... Gott, ey. Und Wale. Wale für Aale. Was? Ah, hier bist du. Komm, geh kaputt. So, müssen wir das hier scannen? Nee. Da hinten ist was. Irgendwo ist noch einer, warte. Irgendwo hier ist noch einer. Da ist der Aal. Faszinierend. So, diesen kaputt. Berichten zufolge zeigt das Nanoplankton programmiertes Verhalten. What? Und zunehmende Intelligenz, je mehr Naniten der Schwarm besitzt. Was sagt uns das über die riesige Schicht aus Nanoplankton, die Ozeane bedeckt? Warte noch. Es ist empfindungsfähig. Das muss es sein. Suchen wir weiter. Die gute Frau Doktor sagte etwas von einer Heilungswaffe. Ich hab sie. Dem Aussehen nach hat das Gerät die gleiche Biosperre wie die Audiobänder. Das ging schnell.
Also können wir es aktivieren. Hervorragend, Team. Und jetzt zurück nach Byblos. Was? Warum schon zurück? Hey, Nabila. Vorhin meintest du, dass weil du wir so fertig sind. Du wärst auch mal verliebt gewesen. Ja, und? Erinnerst du dich denn an mehr als wir? Mit Erinnerung hat das nichts zu tun. Heißt das, du bist jetzt verliebt? Diese Art Fragen gefällt mir nicht. Wer ist der Glückliche? Leute, lasst den Quatsch. Nabila hat gesagt, sie will nicht darüber reden. Nabila ist verliebt. Eieiei, was sehe ich da? Gott, ey, wie man als Kind drauf war. Ja, warte, ich komm ja schon. Initiiere Torsprung. Hui. Eine Doppelschart-Kombo? Weiter konnte ich nicht lesen. Danke für dein Eingreifen vorhin, Kaelin. Ich rede nicht gerne über persönliche Dinge. Aber gerne. Du hast uns so oft gerettet. Du hast dir deine Privatsphäre verdient. Und es freut mich, dass du jemanden gefunden hast, wer immer er auch ist. Er weiß nichts von meinen Gefühlen. Ich habe ihm nichts gesagt. Oh. Wieso nicht? Es wäre so unprofessionell. Wir nähern uns Byblos. Bereit machen zum Anlegen. Jetzt versuchen die da echt auf Krampf irgendwie noch so eine Liebesgeschichte reinzubauen. Was soll denn das? Und vor allem auch dieses, wer wird das wohl sein? Aber ich weiß ja nicht. Von den drei anderen Leuten, die sie kennt. Wo nur einer quasi in ihrem Alter ist und auch nur annähernd irgendwie storymäßig zum Liebhaben wäre. Ach, ist das ein Quatsch. Wir werden eure Informationen analysieren müssen, aber es hat sich gelohnt. Die Vorstellung, die Nanoplanktonschicht könnte ein Bewusstsein haben, das wird unser Bild von Aqua revolutionieren. Haben Sie inzwischen etwas über den Locker herausgefunden? Na locker! Ja, das habe ich tatsächlich. Entschuldigung. Möchten Sie die guten Neuigkeiten oder die schlechten? Sowas wie gute Neuigkeiten gibt es nicht. Unser Sonnenschein. Unser Sonnenschein. Wir glauben, der Locker befindet sich im Marianengraben, dem tiefsten Punkt in Aqua. Nein. Na doch. Nein. Was willst du denn jetzt? Was ist denn? Es ist außerdem Beyonden-Territorium. Und zu allem Übel hält kaum ein Schiff dem Druck dort unten stand. Aber es gibt Schiffe, die das können? Man bräuchte Spezialteile. Es wäre schwierig. Schwierig ist mein zweiter Vorname. Ost. Ich glaube, das kam jetzt irgendwie falsch rüber. Schluss damit. Sie kennen das Gebiet besser als wir, Sang. Wo finden wir die Bauteile? Beginnt an der Challenger-Station. Dort ist man auf Tiefseetechnik spezialisiert. Bei ihnen müsstet ihr fündig werden. Okay, legen wir ab. Oh, Hazard freigeschaltet. Was ist das? Ja, Mann, die Hazard wird dir gefallen. Oh, her damit. Das ist eine Waffe? Mhm. Dann zeig mal. So, gucken wir mal. Ja, ja. Das hier, die Hazard, ein von verschiedenen Piratenclans zur Waffe umfunktionierter und von anderen weiterentwickelter Nanoplankton-Kanisternwerfer. Die Hohe See hat die Nanoplankton-Plage als erstes zur Waffe gemacht. Die Hazard feuert mit Nanoplankton gefüllte Kanister ab, die beim Aufprall explodieren und sofortigen Schaden verursachen. Außerdem erzeugen sie vorübergehend kleine Nanoplanktonfelder um den Einschlagpunkt. Cool. Kann man machen, oder? Schon so. Gut, werde ich da mal einsetzen gleich. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Machen wir hier einen Cut, ja? In der nächsten Folge. Ja, machen wir. Locker wird ein bisschen mehr. Alles klar. Dann freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich auch, vor allem auf die neue Waffe. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ihr kennt doch, was ihr wisst doch, was ihr zu tun habt. Das meine ich. Und ja, sagt Tschüss, Bob. Tschüss, Bob.